Hallo und herzlich willkommen zurück zu die drei Fragezeichen. Ruf der Trolle, hier ist Sabine die Cat. Erzählt mir mehr von den Früchten eurer Arbeit. Tja, wir können dir mal den Zettel zeigen. Audrey, kennen Sie das Rundschreiben, mit dem Mrs. Kretschmer vom Frauenverein ihren Mann bloßstellen wollte? Was? Lass mich sehen. Aber das ist ja ungeheuerlich. Ich hatte bei der Dame gleich so ein ungutes Gefühl. Wenn sich mein Mann deswegen etwas... Nein, das würde nicht zu ihm passen. Dann zeigen wir ja den Zettel mit den Passwörtern. Mrs. Garrett, wir haben hier das neue Passwort für Ihr Netzwerk. Vielen Dank, Jungs. Ich werde es weiterleiten. Und den Zettel? Dieses Rätsel hat Jaden vor seinem Verschwinden beschäftigt. Wie Sie sehen, wird darin ein Troll erwähnt. Kennen Sie das stillgelegte Gelände der Parkeisenbahn? Ach, mit dem Fantasy-Kram lagen mir Cole und Paige auch schon in den Ohren. Keines meiner Kinder hat etwas auf einem Privatgelände verloren. Gut, dann gehen wir wieder rein. Nicht Sie an den Rechner, bevor Schmöker Kirby in der Tür steht und mit ihrer Leselampe auf uns eindrischt. Passwort? Kollegen, wir sind online. Bob, wird das heute noch mal was? Wir haben unseren Rechner doch nicht vor giftigen Gasen gerettet, damit du ihn in Grund und Boden recherchierst. Wonach suchst du überhaupt? Wonach sieht es denn aus? Das Ganze war doch eine Schnapsidee. Wie es hier stinkt. Vorschlag zur Güte, wir schnappen erst einmal frische Luft und beruhigen uns wieder. Das heißt, wir gehen wieder raus? Milo, endlich. Was ist denn los? Weißt du, dass Jaden verschwunden ist? Ich bin krank vor Sorge. Kollegen, spitzt die Ohren. Ist das dein Ernst? Wie? Sorry, die Verbindung ist mies. Alle suchen nach Jaden. Auch drei junge Detektive mit dem Segen der Polizei, die ich, nur zu deiner Information, gerufen habe. Ich weiß, dass deine Jobsuche nicht gut läuft. Eine Mrs. Kretschmer hat dich schlecht gemacht. Hallo? Bist du noch dran? Gut. Also? Verstehe. Du weißt, ich bin ganz schlecht im Lügen. Keine Selbstjustiz, Schatz. Überlass das den Profis, die finden ihn schon. Grizzle Hay? Du weißt doch, ich bin kein Fan von sozialen Netzwerken. Ich... Weg ist er. Ob ich ihn nochmal erreiche? Sie wirken erleichtert, Mrs. Garrett. War das Ihr Mann? Gibt es gute Nachrichten? Ja, aber er war schwer zu verstehen. Jenseits der Großstädte ist die Netzabdeckung schlecht. Ich kann euch nichts vormachen. Er ist hinter einem Kerl her, der Jaden, wie soll ich es ausdrücken, nachgestellt haben soll. Das ist ja furchtbar. Wer ist dieser Kerl? Will Ihr Mann ihn auf eigene Faust aufspüren? Er ist ein Troll. Er muss sich hier herumgeschlichen haben. Das also hat Elin ja unbewusst zu ihrer Geschichte verarbeitet. Der Mistkerl sagt, mein Mann ist von einem Blitzschlag gezeichnet. Das heißt, dieser Troll hat überlebt, ist nun aber von einer Lichtenberg-Figur gezeichnet. Benannt nach dem deutschen Physiker Georg Christoph Lichtenberg, der im Zeitalter der Aufklärung ebenso experimentierfreudig wie geistreich war. Bei dieser Figur handelt es sich um ein Muster als Folge der Entladung von elektrischer Hochspannung. Es erinnert an das filigrane Wachstum von Farnen. Gut erklärt, Justus. Genauso muss man sich das vorstellen. So ein deutliches Mal prägt und lässt sich kaum auf Dauer verstecken. Findet diesen Troll und ihr findet Jaden. Ich versuche inzwischen, meinen Mann von seiner Verfolgung abzubringen. Nicht, dass die Polizei falsche Rückschlüsse zieht. Hand drauf. Wir wenden uns erst wieder an Inspektor Cotta, wenn wir definitiv auf der richtigen Fährte sind. Wir würden uns dann auch mal so langsam verabschieden. So, wir gehen wieder rein in den Trailer. Und jetzt haben wir ja was, wonach wir suchen können. Mir wird jetzt klar, dass wir das Internet nicht durchstöbern können, ohne uns um die Rolle der sozialen Netzwerke zu kümmern.
Hat Mrs. Garrett nicht eins im Telefonat mit ihrem Mann erwähnt? Das ist mir auch aufgefallen. Die Rede war von Grizzle Hay. Ihr wisst schon, das Gewese um Selbstdarsteller im Zeichen von Bär und Grille. Kelly will immer, dass ich da mitmische. Ich bin mit ihr lieber real verbunden. Aber wenn Milo's Garrett auf das Netzwerk verweist, bringt uns das vielleicht zu dem einen oder anderen Troll, den wir suchen. Na dann, bei allem, was hier stinkt, Nase zu und selbiger nach. Jetzt kommt wieder dasselbe Spielchen mit dem Passwort. Kollegen, wir sind online. Da keiner von uns bei diesem Netzwerk ist, schlage ich vor, jeder legt sich ein Profil an. Inkognito, versteht sich. Jeder denkt sich ein Profil aus. Ich gehe mit gutem Beispiel voran. So, dann fangen wir mal mit dem Profilbild an. Man kann das auch unten, wenn man auf das Fragezeichen klickt. Eins ist schon mal ganz ordentlich. So kann man die alle nach der Reihe durchprobieren. Wir brauchen aber Ernest Jenner Jr., das Alter Ü100. Dann brauchen wir das Bild, wenn wir es wieder probieren. Noch eine kleine Änderung. Das ist das Passwort unten, da brauchen wir Ends, dieses. So soll das erste Profil dann ausschauen. Meines Erachtens kann sich mein falsches Ego so sehen lassen. Okay, lasst mich mal. Dann brauchen wir Soccer Lady. Die Dame. Alter 20 bis 29. Als Hintergrund die Fußballmannschaft. Und Passwort haben wir 100%. Und so soll das zweite Profil dann ausschauen. Und die Menge jubelt. Was ihr könnt, kann ich schon lange. Sagittarius Maximus. Dazu den Schützen. 40 bis 49. Die Herzen und als Passwort R und das hier. So soll das dritte Profil ausschauen. Bereit, um auf die digitale Menschheit losgelassen zu werden. Euch ist schon klar, dass wir uns gerade in Trolle verwandelt haben. Internet-Trolle. Treffen kommentiert, Soccer Lady. Freundschaftsanfragen an Sagittarius Maximus darfst du gerne knicken. Und deine Wahl, Ernest Janet Jr.? In Anlehnung an eine historische Persönlichkeit der Kriminalgeschichte, den deutschen Kommissar Ernst Gennert, der als Erfinder der Mordinspektion gilt und gängige Ermittlungsmethoden revolutionierte. Er war von stattlicher Leibesfülle, die er vor allem seiner Vorliebe für Kuchen und Torten verdankte. Ganoven nannten ihn der volle Ernst. Aber ein Spitzname gefiel ihm sogar, der Buddha von Berlin. Er arbeitete in der Roten Burg. Oh ja, auch das berühmte Polizeipräsidium der Reichshauptstadt hatte einen Spitznamen. Aber das alles ist rund 100 Jahre her und deshalb sei mir diese Anleihe verziehen. Na, was frage ich auch. Meine Soccer Lady kommt gut an. Ein bisschen zu gut. Aber seht mal da. Offene Gruppen zu Rocky Beach, Halloween und die besten Streiche inklusive Lottogewinn. Ich schleuse mich ein und frag mal nach. Da sind schon Kommentare. Aha. Der Schrottplatz wird erwähnt. Der hier macht sich lustig. Da feigst jemand über seine Lehrer. Und da, Lehrer gegen Lehrer. Da geht's hoch her.
Okay, keine Argumente, aber gegen mein Profilbild wettern. Anzeichen von Übelkeit, Exkremente, geschenkt. Ist das ein Stinkefinger? Ah, hier brüsten sich einige mit einem Klapprad auf einem Dach. So viele Streiche, Helden und Opfer und immer Unbekannte, die die Taten bejubeln. Manche klingen, als wäre die Idee auf ihrem Mist gewachsen. Es sind einfach zu viele. Stopp, seht doch mal. Erkennt ihr sie nicht? Die erkennen wir doch wieder. Shanghai Hai? Hä? Ist das nicht unser größter Fan? Heidi Cutler. Shanghai ist uns etliche Stunden voraus, oder? Ob sie immer noch dort tätig ist? Justus, willst du ihr etwas schreiben? Justus, dir ist schon klar, dass du auf deine Deckung achten solltest? Himmel! Na, hab ich doch richtig kombiniert. Justus, Peter und Bob. Ihr in diesem Netzwerk? Undercover? Oh, wie ich hinter euch sehe, hat das angebliche Gas eurer Zentrale ganz schön zugesetzt. Seid ihr okay? Hallo, Heidi. Du hast vollkommen recht. Wir ermitteln in einem Fall und diesmal auch in eigener Sache. Es ist verzwickt. Ich wundere mich, dass du so rasch anklingeln konntest. Anklingeln? Willkommen im 21. Jahrhundert. Hättest du mal die wenigen Daten abgeschottet, bei denen du der Wahrheit verpflichtet warst? Ich habe mitbekommen, was in der Gerüchteküche von Rocky Beach brodelt und vermute, wer wen zu welchen Streichen angestiftet hat. Alles nur Fake-Profile. Ich schicke euch gern eine Liste aufs Handy. Danke, Heidi. Wir vermuten, dass die Streiche letztendlich auf eine einzige Person zurückgehen. Vielleicht hilft deine Liste IT-Spezialisten weiter, den oder die große Unbekannte zu finden. Das ist auch besser so. Und nun raus aus dem Netz und auch raus aus der Rostbüchse, ehe euch die Trolle auffressen. Mund zu, Peter. Bussi zum Schlussi. Eine Liste mit Trollen? Das ist doch ein Fortschritt, oder nicht? Und unsere Zentrale muss nur ordentlich durchgelüftet werden. Gut, meinetwegen nach Halloween. Packen wir ein? Wir packen ein. Einpacken geht schneller wie vorher. Das bringen wir raus zum Lastenfahrrad. Ich freue mich schon auf die nächste warme Dusche. Man soll die Dusche nicht vor der Halloween-Nacht herbeiwünschen. Kommt, wir verstauen erst einmal unseren Computer. Bitte sagt meinen Kindern nichts von unserem Verdacht. Mir ist lieber, sie hängen sich an euch oder an mich, als dass sie schutzlos diesem Troll ausgeliefert sind. Allzeit bereit. Das zögert ihr. Fahren wir nun zum Schrottplatz zurück oder nicht? Bei den vielen Fährten? Wir bekommen eine Liste von Verdächtigen, die sich im Internet tummeln. Dann ist da der vom Blitz getroffene, mutmaßliche Entführer. Und natürlich alles, was um dieses Eisenbahngelände kreist. Eine Gemeinsamkeit besteht. Alle Fährten haben mit Trollen zu tun. Allein kommen wir nicht weiter. Aber das ist doch nicht nötig. Also, die Telefonlawine oder wieder ins Netz? Der Cyberspace ist eine Nummer zu groß für uns. Nicht umsonst gibt es dazu bei der Polizei spezielle Abteilungen. Wir selber sollten uns bedeckt halten und die Zentrale wieder herrichten. Das war jetzt aber nicht Mrs. Garretts Handy, oder? Juhu, Justus, an bei einer Liste etlicher Profilnamen von Unbekannten, die sich im Netzwerk Grizzly Hay mit Kommentaren verdächtig gemacht haben. Hier ist wirklich professionelle Hilfe gefragt. Schlussi, Bussi, Heidi. Die Liste, die uns Heidi geschickt hat, ist ellenlang und verrät keine der wahren Identitäten. Offenbar hat sie sich schon Notizen gemacht, bevor sie uns kontaktierte. Vielleicht kann Inspektor Cotter damit etwas anfangen. Ein Versuch ist es wert.
So, das schicken wir weg. Eine Fährte abgegeben. Bleiben noch zwei. Und die Zentrale. So, Handy. Mr. Kretschmer? Was kann ich für Sie tun? Hallo, Bob. Nochmal danke für deine gestrige Mithilfe. Gerade erhielt ich eine sonderbare Nachricht von meiner Frau auf dem Handy. Aber praktisch unlesbar, wie in Not verschickt. In Not? Wie meinen Sie das? Sieh mal, wenn meine Frau in Rage ist, sei es aus Wut oder Angst, beherrscht sie weder die Eingabe noch automatische Korrekturen oder Sonderzeichen. Sie ist nirgends zu erreichen. Müsste Ihre Frau nicht im Verein sein oder daheim? Wie lautet denn die Nachricht? Ah, das Brautpaar. Ich komme sofort. Später. Ich habe eine Trauung. Bitte schau bei Eudora vorbei, ja? Korrigiere. Zwei Fährten, die Zentrale und eine lästige Pflicht. Keine Sorge, Bob. Wir lassen dich nicht allein. Jetzt zum Fahrrad. Bob und ich, die Räder, Justus, die Rikscha. Und diesmal nehmen wir die Radspur auf der Straße. Falls wir angehalten werden, wedeln wir mit Inspektor Kottas »Du kommst aus dem Gefängnis« Freikarte. Während Mr. Kretschmer seinen täglichen Spagat macht, tagsüber Standesamt, abends eine Kanzlei und sowohl mit Eheschließungen als auch mit dem Scheidungsrecht dienen kann, ist es für die drei Fragezeichen Ehrensache, für ihn nach Mrs. Kretschmer zu schauen. Bei einem Zwischenstopp auf dem Schrottplatz gibt Justus wegen der Rattenplage und der Giftkuppel Entwarnung und lässt die Rikscha auf dem Gelände stehen. Die Skerritt-Kinder, so Tante Mathilda, seien auf dem Heimweg, um sich für Halloween zu verkleiden. Natürlich sind sie bei all dem Trödel fündig geworden und brennen darauf, ihre Kostüme zu testen. Ob eine Verfolgung dazugehört? Mit Justus als Geleit sollten Peter und Bob nicht schwer einzuholen sein. Hexenjagd. So. Unsere Räder sind angeschlossen. Sag mal, Zweiter, wo ist denn Justus abgeblieben? Keine Ahnung. Oh, gerade schleppt er sich ins Ziel. Hallo? Kollegen, da bin ich. Da möchte ich beiläufig anmerken, Justus zu Fuß und der Tag ist gelaufen. Warum hast du nicht dein Rad dabei, Erster? Wir hatten doch auf dich gewartet. Justus wollte sein Rad vor geraumer Zeit umspritzen und hat es mit der weißen Farbe übertrieben. Kaum war es eine Weile nahe einer belebten Kreuzung angekettet, wurde es zum Geisterrad. Geisterrad? Ach, du meinst die Mahnmale an Unfallstellen für die Biker unter den Verkehrsopfern. Da werden Blumen abgelegt und Lichter angezündet. Das stimmt mich immer traurig. Eben. Es wiederzuholen wäre trotz des wahren Umstands reichlich pietätlos gewesen. Aber nun lasst uns nach Mrs. Kretschmer Ausschau halten. Mrs. Kretschmer würde so viele Leute doch eine anständige Schlange bilden lassen, oder? Wir brauchen wieder Hinweise. Das war der Erste, einfach auf die Menschenmenge klicken. Der Zweite ist links der weiße Roller. Entweder Mrs. Kretschmer hat ihren Wagen völlig woanders abgestellt oder sie leiht sich neuerdings E-Roller. Dann gehen wir links zum Horst. Auf die Kleider. Ich glaube kaum, dass sich Mrs. Kretschmer für Glamour inklusive Brusttoupees und Paillettenkleider begeistert. Bei der Tür rein? Im Frauenverein ist Tag der offenen Tür. Da hat eine Eudora Kretschmer keine Zeit, Fremdproduktionen zu bespitzeln. Zu den Chippenpaws. Eine Benefizveranstaltung zu Thanksgiving. Kein Wunder, dass Mrs. Kretschmer den Gemeindesaal nicht für ihren Bazar buchen konnte. Große Shows in engen Räumen brauchen eine Menge Vorlaufzeit. Ach, weißt du noch, Peter, das Fiasko unserer Aufführung im Gemeindesaal? Weihnachten? Vor 10, 11 Jahren? Als aus Mrs. Kretschmers Krippenspiel ein Magen-Darm-Grippenspiel wurde. Sie hat Kotztütchen verteilt und deine Mutter abgehalten, dich frühzeitig von der Bühne zu tragen. Und ich, der standhafte Engel, kämpfte gegen die Panik im Publikum an. Fürchtet euch nicht!
Kaum konnten sie sprechen, hat Mrs. Kretschmer sämtliche Hauptrollen ihren Töchtern zugeschanzt. Macht Sinn. Bei Zwillingen ist die Zweitbesetzung inklusive. Mich wollte sie wegen meiner Spielerfahrung. Ich habe mich geweigert. Dann gehen wir zurück. Rechts her. Hallo? Sie da? Überfordert, wie der tapsige Brokkoli ist, tippe ich auf Marcy Bronkowitz. Ob sie in dem Kostüm überhaupt etwas sieht oder hört? Mrs. Kretschmer und Glücksspiel? Hat sie das erlaubt oder eher ihre rechte Hand? Letzteres. Das und die Tatsache, dass der Stand rasch improvisiert wirkt, spräche für Mrs. Kretschmers Abwesenheit. Tombola kommt aus dem Italienischen, wo Tombolare durcheinanderpurzeln bedeutet, was sich eigentlich auf Lose in einer drehbaren Trommel bezieht. Gut, wir gehen zurück. Links zum Schild her. Zu der Fee. Sorry. Das ist auf keinen Fall Mrs. Kretschmer. Zu der Hexe? Mrs. Kretschmer? Nein, Peter. Das ist eindeutig Mrs. Espenson, die wir nicht behelligen wollen. Und auf die Suppe. Komisch. Es riecht köstlich nach Kürbissuppe, sieht aber nicht so aus. Sie wird doch nicht verdorben sein. Vermutlich Lebensmittelfarbe. Ein umstrittener Zusatz, der wohl kaum von Mrs. Kretschmer genehmigt wurde. Kollegen, Mrs. Kretschmer ist unauffindbar. Es sei denn... Eine Nachricht. Lies vor, Bob. Bob kann meine Frau nicht erreichen, habe nächste Trauung. Hier ihre sonderbare Nachricht an mich. Also ich werde daraus nicht schlau. Hat sie keine Sprachnachricht schicken können? Klarer Fall von Tippen unter Stress. Anfang und Ende können wir abhaken. Aber steht da nicht was von einem Troll? Dann... Scheusale, Verschanzen und sie kommen? Der Rest ist wie eine Buchstabensuppe, frisch aus dem Mixer. Rätselhaft. Eine Angstattacke wegen der vielen Besucher? Da bleibt uns wohl nichts übrig, als uns einen Weg ins Gebäude zu bahnen. Wir gehen mal zurück, nehmen den Polizeiausweis und klicken den dann auf die Menge. Hallo, hören Sie uns alle bitte kurz zu. Dein Typ wird verlangt, Just. Heidi, mit dir habe ich jetzt nicht gerechnet. Mach es kurz, wir ermitteln gerade. Wie wär's mit... Danke, Heidi, dass du deinen Schönheitsschlaf opferst, um nach Internetaktivitäten zu stöbern, die unser geliebtes Rocky Beach gefährden. Ist unsere Stadt in ernster Gefahr? Wer weiß. Da gab es bei euch doch mal eine nervige Frau. Da gab es schon mehrere. Stell dich hinten an und komm zum Punkt. Blutige Bilder, Spur des Spielers, Netz der Lügen. Eudora Kretschmer. Okay, Shanghai Hai Lady, wir beißen an. Denn wir wollen gerade den Frauenverein nach ihr abklappern. Nein, da steckt sie nicht. In den Niederungen des Netzes verdichten sich Hinweise, dass auch ihr ein fieser Streich gespielt wird. Er betrifft wohl ihr Haus. Da müsst ihr hin. Und ich muss ins Bett. Bussi zum Schlussi. Los, Bob. Schwingen wir uns auf die Räder. Das Haus der Kretschmers liegt nicht um die Ecke. Mensch, Just, bis du dich entschieden hast, sind wir meilenweit voraus. Den Vorsprung mache ich locker wett. So, wir schnappen uns jetzt das Handy und zielen damit auf den weißen Roller. Noch eben den Roller freigeschaltet. Keine Schäden zu vermelden. Der Akkustand ist okay. Worauf wartet ihr also, ihr lahmen Enten? Okay, Just. Aber die Kosten deckst du nicht aus unserer Gemeinschaftskasse. Die drei Detektive folgen Heidi Kaplers Hinweis und lassen das Vereinsgelände zügig hinter sich. Sollte ihr größter Fan Recht behalten, könnte Eile geboten sein. Auch die Konkurrenz schläft nicht. Paige, Cole und Elenia wissen ihrerseits, das Internet zu nutzen und kommen zu ganz eigenen Ergebnissen. Haben die drei Fragezeichen den richtigen Riecher, wenn es um ihren verschwundenen Bruder geht? Und was ist Mrs. Kretschmer widerfahren?
Justus, Peter und Bob machen sich darauf gefasst, einer bedrängten Eudora zu Hilfe zu eilen, ungeachtet der Widrigkeiten, mit denen die drei Detektive besser rechnen sollten. Nun sieh sich das einer an. Das schöne Grundstück unserer Bilderbuchfamilie. Meint ihr, die Täter sind noch da? Vermutlich nicht. Auf Angriffe dieser Art folgt gewöhnlich Feigheit. Viel wichtiger scheint mir die Frage, ob Mrs. Kretschmer zu Schaden kam. Wir sind uns einig, dass uns ihr Wohl trotz ihres Wesens am Herzen liegt. Das steht außer Frage, Bob. Kollegen, diese scheußlichen Arrangements sind auch mir nicht geheuer. Mir scheint, wir haben es tatsächlich mit einem Rachefeldzug zu tun. Macht euch die Ruhe auch so nervös? Also, was ist hier vorgefallen? Und wo steckt Mrs. Kretschmer? Mrs. Kretschmer? Gut, an der Stelle mache ich wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke anzuschalten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!